Es ist natürlich lang, lang, lang her, aber es hat schon mal einer mit der Nummer 1 einen Olympiasieg errungen. Mit der Startnummer 1 über 50 Kilometer, das war Kalevi Hämäläinen 1960 in Skoveli. Wird heute nicht passieren, natürlich nicht, weil die Leistungsunterschiede zwischen den Gruppen doch ziemlich krass sind. Ja, hier nehmen wir der Patrick Rölli. Das sind nicht irgendwelche Füße, sondern das sind die von Patrick Rölli, der sich bereit machen muss für den Start. In Kürze geht's los. Das Stadion ist wieder wohl gefüllt. Und das kommt nicht von ungefähr, weil man natürlich ein bisschen spekuliert. Das tut man immer. Delhi nicht dabei, Asgard nicht dabei, Bjerwig nicht dabei. Ja, Müllele, weiß man nicht, wie gut er noch ist. Vielleicht, vielleicht, vielleicht gelingt Alois Stadlober in seinem 49. Start bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen hier nochmal eine Überraschung, kann man schon nicht mehr sagen. Denn er hat hier solche Rennen abgeliefert, dass ein gutes Rennen alles andere als eine Überraschung wäre. Also Stadlober, im letzten Rennen wird er nochmal alles geben und seine Anhänger verwöhnen wollen. Und nun ist aufgerufen und nun geht er ab. Alles Gute jedem Einzelnen. Und 50 Kilometer Skilanglauf, Peter, das ist wie Marathon. Was zur Hälfte der Distanz gemessen wird, das kann Schall und Rauch sein. Im Marathon sagt man, bei Kilometer 35 oder 30 beginnt das Rennen erst. Natürlich ist das falsch, das Rennen beginnt bei 0. Aber man sagt, wer da noch mental richtig dabei ist und physisch dabei ist, der hat eine Chance. So mancher überzieht den Bogen. Ja klar, das ist wie beim Marathons, die man eben diesen Sommermarathons, dass sich eben die entscheidende Phase ist bei Kilometer 30, 35, wo man eben sieht, kann er seine Geschwindigkeit durchlaufen bis zum Schluss oder vielleicht sogar steigern oder bricht er weg. Du hast auch so manche Erfahrung auf dem 50er hinnehmen müssen, denn ich glaube, dir als Sprinter ist diese Distanz ja nun gar nicht auf den Leib geschnitten. Und damals in Lillehammer haben wir uns alle ein bisschen gewundert, Schlickenrieder über 50 Kilometer in der klassischen Technik, die du auch nicht erfunden hast. Also es war schon arg hart. Es war arg hart, aber ich meine, als junger Läufer nimmt man natürlich jede Möglichkeit beim Großereignis wahr, wo man einen Einsatz bekommt. Und es sind auch hier die 50 Kilometer. Thorald Rein geht es heute auch nicht anders, das ist seine einzigste Möglichkeit und er versucht hier heute auch das Beste. Verpalu, Andrus Verpalu, der war 14. über 10 Kilometer, den sollten wir nicht außer Acht lassen, der ist gerade weg. Und Thorald Rein, klar, wenn du hier nur zuschaust und der Trainer sagt, du läufst den 50er, da versuchst du dein Bestes zu geben, du willst ja nicht als Tourist hier reisen. Ja, ich denke auch, der Thorald Rein konzentriert sich nochmal, er wird sicher die Saison nach diesem Jahr auch abschließen und das ist sicher seine abschließende WM und will hier natürlich nochmal zeigen, dass er besser ist wie sein Ruf. Er hat ja auch seit 2 Jahren neben der Mannschaft sich das Training selbst finanzieren müssen und will natürlich auch jetzt belohnt werden für diese Opfer. Auch ein Außenseiter. Jeder, der durchkommt, das ist so wie Marathon, der hat sich selbst besiegt und kann zufrieden sein. Und auch wenn die Strukturen der Strecken unterschiedlich sind, auch die Athleten schauen trotzdem bei 50er so ein bisschen nach der Zeit und sagen, okay, ich habe in dem Jahr das gemacht, da habe ich das gemacht. Fabio Mai, die Italiener, mit der Staffelmedaille natürlich wieder im Soll. Wladimir Vilisov, den haben wir registriert. Den Russen mit der 6, der 9. über 30 Kilometer der freien Technik. Wollen wir mal schauen, wie sich der 22-Jährige klassisch schlägt. Es gibt ja einige, die sagen, der klassische Stil, das ist ein Relikt. Es muss normalerweise in der Zukunft nur noch in der freien Technik gelaufen werden. Nun gut, aber man sollte Traditionen vielleicht nicht ganz über Bord werfen. Es mag sein, dass die ganz langen Strecken vielleicht nicht mehr in der klassischen Technik gelaufen werden. Aber die 10 Kilometer zum Beispiel als Ausgangsposition für das Jagdrennen, das ist ja so verkehrt nicht. Ja, ich glaube auch gerade diese langen Strecken sind die Klassiker unter diesen Wettkämpfen. Wir denken an Holmenkollen 50er, der wird einfach klassisch gelaufen und das ist einfach ein Novum. Und ich glaube auch, wenn wir heute hier auf die Strecke schauen, also die von den Zuschauern her, sind mindestens so viel da wie in der Staffel, wenn nicht sogar mehr.
Man ist angefüttert worden durch diesen Staffelsieg der Österreicher, das ist gar keine Frage. Und die äußeren Bedingungen sind ideal. Jetzt geht mit der 8 Henrik Forsberg, der Schwede, weg. Und das ist sein erster Start. Das war ein bisschen überraschend. Er kam in diesem Jahr überhaupt nicht auf die Strümpfe. Ja, er hat eine lange Krankheit überstehen müssen und konnte sich erst ganz zum Schluss bei der schwedischen Meisterschaft, kurz vor dieser Weltmeisterschaft, qualifizieren für den Einsatz hier. Seine Gattin ist natürlich viel, viel stärker. Magdalena Forsberg, die Biathletin, übrigens heute 18 Uhr live und exklusiv Biathlon bei Eurosport. Ich weiß, das ist immer ein Kassenfüller und deshalb sage ich das, weil es halt so wichtig ist. Martin Bajicak ist in der Staffel bei den Slowaken gar nicht schlecht gelaufen. Ja, konnte lang die Position halten und ist erst zum Schluss im Endeffekt weggefallen. Also wir werden gespannt sein. Man muss natürlich immer auch schauen, wie viel Kraft hat diese Staffelrennen gekostet. Es sind ja erst 2 Tage vergangen seit dem Staffelrennen und diesem 50er. Und das ist auch gerade für diese viel Einsatz oder für diese Leute, die alles laufen, entscheidender Punkt. Nun werden wir heute sicherlich auch, ich hoffe es zwar nicht, aber möglicherweise zwischendurch die Helfer sehen, die Tannenreisig in die Spur werfen, damit die Ski glatt gefahren werden. Vielleicht ist es auch heute nicht so schlimm, so genau wissen wir das noch nicht. Es gab ja gestern bei den 30 Kilometern der Damen so einiges zu registrieren und Christina Smigon zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die hat unterschiedlich gewachsen. Die hat den rechten Ski so und den linken Ski so gewachsen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwo einen Mittelweg findet, dass sie bergauf vielleicht linkslastig läuft und bergab rechtslastig. Es klingt zwar komisch, aber es war so. Ja, vielleicht war das der entscheidende Vorteil. Ich könnte es mir auch gut vorstellen, weil wirklich alle Läuferinnen Probleme hatten, diesen Schnee wieder von den Ski zu bringen. Also der Ski ist angeeist. Bei fast allen Distanzen haben wir schon aufmerksam auf die Zwischenzeit bei 1,5 Kilometer geschaut. Das werden wir heute nicht übertreiben, weil es halt bei diesem 50er andere Voraussetzungen gibt. Bei Höhepunkten, Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften wird das ja im Wechsel gemacht. Und du sagst zu Recht, unterbrich mal deinen Gedankengang, wir schauen auf Jacques May, weil der hat mit Sicherheit eine Außenseiterchance, der siebte über 10 Kilometer. Der war vor Daly im Jagdrennen, da war er Fünfter. Also, das ist ein guter. Ja, und vor allen Dingen sagen wir, man soll sich jetzt nicht irritieren lassen, dass er ganz vorne startet, weil das ist nach der roten Gruppe die beste Gruppe. Und die schlechteren Gruppen kommen nach der roten Gruppe. Also man dürfte sich jetzt nicht täuschen lassen, er ist einer von den Guten. Thorald Rein, weiß man jetzt schon nach 1,5 Kilometern, wie gut der Ski geht? Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass er gut steigt, bloß beim Thorald Rein, wir sagen ja immer scherzhaft zu ihm Fossi, beim Fossi ist man es einfach gewohnt, dass er sehr, sehr schnell anläuft und dann einfach Probleme hat, diese Geschwindigkeit durchzulaufen. Sehr schnell angeht und sehr schnell abbricht. Ja, er wird ja trainiert von Jochen Behle und war im Endeffekt der Schützling, den er in diesen Qualifikationen zur Weltmeisterschaft gebracht hat. Die Japaner nimmer müde, klein, mit hoher Frequenz laufend, Energiebündel. Springer sind natürlich lange abgereist und da ist der Luis. Sein letztes großes Rennen und er möchte sich natürlich mit Anstand verabschieden. Aber wenn es nicht gut geht, keiner in Österreich wird es ihm übel nehmen. Denn das waren seine Weltmeisterschaften, gar keine Frage. Gold und Silber hat er ja schon. Du hast absolut recht, schon diesen Vergleich können wir jetzt ziehen. Thorald Rein sogar schneller als Vassiljev. Nee, Vilisov heißt er, nicht Vassiljev. Lukas Bauer. Sicher, man spekuliert und bezieht vielleicht zu viele Athleten in den erweiterten Kreis ein, aber Lukas Bauer könnte sich auch ganz vernünftig schlagen. Er ist ja ein ganz junger Tscheche. Sie haben ja um Korunka ein ganz junges Team aufgebaut und er kann sicher einer, es ist sicher heute einer der Besten. Der war 19. in Lillehammer, der jetzt weggeht hier, der Spanier Gidres. Zwischenzeiten 1,5 Kilometer. Mittlerweile ist Janis Hermanis weggegangen und wir warten auf Michael Binzer, den dänischen Außenseiter. Hermanis kommt jetzt erst. Davor ist Sergej Dalidovic gestartet, der war 26. über 15 Kilometer. Ganz, ganz wichtig, dass man am Anfang wirklich nicht überpäst.
Mit manchen gehen die Pferde durch, ja, und dann gibt es kein Heu mehr zum Fressen und dann sind die Kalorien weg. Übrigens werden wir im Verlauf des 50ers, wie ich hoffe, auch noch Besuch bekommen. Wladimir Smirnov, der Bär aus Kasachstan, der hier ist, der nicht mehr läuft, der aber vielleicht der große Vertreter des Klassikers über 50 Kilometer unserer Zeit ist, der wird uns besuchen und vielleicht auch noch der eine oder andere. Und dann darf der Peter Schlickenrieder zwischendurch mal pullern gehen und kann sich die Beine vertreten. Wird er nicht böse sein, gell Schlicki? Na, ist bei so einem langen Rennen ist es auf jeden Fall mal ganz gutes Ausspannen. Donald Farley aus Kanada, dem stehen schon vor Angst die Haare zu Berge, bevor es losgeht. Ja, sie haben ja ein sehr gutes Trainingszentrum, ein sehr zentralistisches System aufgebaut in Kanada, haben in Kenmore einen Trainingsstützpunkt, ein Leistungszentrum und trainieren sehr viel dort zusammen. Also sind immer im Team zusammen und hoffen halt so irgendwann den Anschluss zu finden. Waren aber schon mal wesentlich näher dran wie dieses Jahr. Im Abstand von 30 Sekunden wird gestartet und da sind die Finnen, die hoffen wieder auf Mika Müleli. Igor Zubrini aus Kasachstan. Es hat in Kasachstan eigentlich keine Sogwirkung gegeben. Smirnov, der große Smirnov, der ja Kasache ist, hat keinen Boom ausgelöst, aber das ist vielleicht auch irgendwo verständlich. Denn Smirnov ist nie in der kasachischen Staffel gelaufen, falls es überhaupt eine gab. Und Smirnov hat ja kaum in Kasachstan gelebt. Ja, er ist, glaube ich, tief verwurzelt zu Kasachstan. Alexander Marent, der hier heute seine Chance sucht, der es natürlich mit ein bisschen weinenden Auge gesehen hat, dass er nicht dabei war bei dieser Goldstaffel. Aber dieser große Teamgeist, er hat sich genauso gefreut über die Goldmedaille wie die vier, die gelaufen sind. Taipale, der Finne. Also Marent und die Österreicher haben ja noch eine zweite Position gewechselt. Wo ist denn der zweite österreichische Starter? Oder der vierte besser gesagt? Das ist der Walcher und der ist ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Startnummer 26, Niklas Jonsen. Und das heißt im Klartext, Peter Schlickenrieder, jetzt beginnt die rote Gruppe. Und jetzt wird es natürlich interessant. Wir können hier schon mal auch dann bei 1,5 Kilometer mal in der Zwischenzeit sehen, dass jetzt hier die rote Gruppe kommt. So, in der roten Gruppe. In der roten Gruppe natürlich unterschiedliche Starter mit unterschiedlichen Qualitäten. Reine Klassiker wie Jefne, Kombinierer wie Mika Müleli. Also hat es doch gemacht. Nach der Staffel hat er gesagt, na, ich mag nicht mehr, ich bin down, ich bin Knülle. Erling Jefne, das ist der Vize-Weltmeister. Erling Jefne hinter Müllele von Trondheim. Und wenn es bei ihm läuft, wenn er gesund ist, muss er unbedingt in die Rechnung einbezogen werden. Genauso wie Mika Müllele natürlich, sie zählen zu den Top-Favoriten. Die Staffelrennen von Erling Jefne hat mich natürlich nicht ganz überzeugt. Also dort war er nicht in der Form, dass ich sage, hier, er könnte Weltmeister werden über 50. Also Zweiter war er bei den Olympischen Spielen und Zweiter auch in Trondheim. Fabio Mai, kann einer von den Italienern vielleicht noch ganz nach oben klettern? Also den einzigsten, dem ich zutraue, ist der Vulvio Valbusa. Valbusa startet ja dann mit der Nummer 30, aber Fabio Mai ist, glaube ich, nicht in der Form, dass ich hier ganz vorne mitmischen kann. König Olaf von Schweden, ja, gestern hat ihm wohl das Abendbrot nicht geschmeckt, hat er gesagt zu seinen Begleitern, kommen wir wechseln, hat ein anderes Restaurant, aber wir nennen natürlich keinen Namen, um Gottes Willen, wir wollen ja wiederkommen in die Ramsau. Ne? Aber auf jeden Fall, der König war gestern Abend nicht ganz zufrieden, beim zweiten Anlauf hat es ihm dann richtig geschmeckt. Ivan Batori und Ivan Batori, ja, der ist hochgewachsene, der Riese, der längste im Feld, der Schnee ist weich, Nachteil für ihn. Na, ich glaube, dass der heute mit ganz vorne dabei ist. Er hat ein gutes Staffelrennen gezeigt, also er hat aufsteigende Form und muss man wirklich sehen, was das werden kann.
So, Fulvio Valbusa geht auf die Reise. Die Italiener, die ja über 50 Kilometer in der Geschichte auch immer eine gute Rolle gespielt haben, gar keine Frage. Sie hatten mit De Solt einen Vertreter, der sich über diese Distanz regelrecht geprügelt hat. De Solt, der war 92 in Albertville, Zweiter bei den Olympischen Spielen. Und Prokhorov. Prokhorov, irgendwie hat man seinen Namen immer auf der Zunge. Und Mika Müllele. Mika Müllele geht vor Michael Botvinov auf die Reise. Das ist für den Österreich-Russen sicherlich sehr, sehr gut. Müllele, er ist Weltmeister geworden. Zweimal sogar hier in der Ramsau. Also, er wird alles riskieren. Entweder es geht oder es geht nicht. Ja, man muss wirklich sehen, er war etwas müde nach dem Staffelrennen. Beim Staffelrennen nicht sehr optimal gelaufen. Muss sehen, was hier noch geht. Vielleicht ist er der Hungrigste, Michael Botvinov. Obwohl Weltmeister 4x10 Kilometer, aber sehr ehrgeizig. Ein Mann der langen Distanzen, als er noch nicht startberechtigt war für Österreich, ist er die Walt Lopet Rennen gelaufen. Und schauen Sie schon, mit welchem Elan, mit welcher Doppelstockarbeit der Michael Botvinov auf die Reise geht. Wenn es einigermaßen läuft, ist er auf jeden Fall ein heißer Aspirant für den Titel. Ja, auch die ganzen Zuschauer toben hier jetzt, die österreichischen Fahnen gehen in die Höhe. Also man hat ihn hier voll integriert in Österreich. Und er will natürlich, ich glaube, fast wieder mit der Brechstange hier die Medaille machen. Matthias Frederiksen, 17 über 10 Kilometer, 16 über 15 Kilometer, da kommt Marent. Und gut und schön die Zwischenzeiten, aber jetzt gehen noch einige Favoriten auf die Reise. Bei den Schweden muss es schon optimal laufen, wenn sie in Medaillennähe kommen wollen. Elofsson läuft natürlich diesen 50er nicht, damit wäre er überfordert. Außerdem klassische Technik. Ja, Thorald Rein führt natürlich, wie wir es fast prophezeit haben, die Zwischenzeit an. Und jetzt Alexei Prokhorov. Er ist irgendwie ein bisschen wie Harada beim Springen. Entweder es geht gut oder es geht gar nicht. So Mittelmaß gibt es kaum bei ihm. Wollen wir mal sehen, was heute herauskommt. Prokhorov wird weiterlaufen. Alois Stadlober macht sein letztes Rennen. Alois Stadlober, der Doktor, der Rechte. Und die Österreicher drücken ihm alle miteinander nochmal die Daumen. Alois, er versucht alles und er sagt, ich muss mich nicht mehr unter Druck setzen. Ich bin Weltmeister, ich bin Vize-Weltmeister. Entweder es geht oder es geht nicht. Das werde ich dann spätestens ab Kilometer 30 merken. Niklas Jonsson, 11 Sekunden natürlich schon hinter der Bestzeit. Das ist ein bisschen viel. Aber die Schweden sind auch weit weg von ihrer Form, die sie im Dezember, Januar noch hatten. Frode Estil. Die Norweger durchaus noch nicht zufrieden. Durchaus noch nicht zufrieden. Sie haben Asgard, sie haben Bente Martinsen. Das ist aber alles. Björn Dehli ist nicht am Start. Der ist einfach zu müde. Es waren nicht seine Weltmeisterschaften. Erling Jeffne, auch er beginnt nicht zu forsch. Ich bin geneigt zu sagen, Thoralf Rein hat sie hier schon übernommen. Ja, er ist sicher sehr schnell angegangen. Harry Kirvesniemi, der eiserne Harry. Es ist unglaublich, was er leistet. Und wieder, ab geht's. Fabio May bei der ersten Zwischenzeit. Irgendwie gehört Harry Kirvesniemi zur Szene dazu. Wenn er nicht mehr dabei wäre, es würde was fehlen. Ja, der Harry Kirvesniemi ist ja der Einzige, der hier mehr Starts bei WM und Olympiaden auf seinem Konto hat mit seinem 53. Einsatz hier wieder alle Stadlober. Unglaublich, wenn man das mal zusammenzählt. Oddbjørn Helmeset. Können die Norweger einen Schlusspunkt setzen? Das ist die Frage. Dann kommt Andreas Schlüter, Skeldal, Fauner, Isometze, Bergström und dann ist die rote Gruppe weg. Michael Botvinov kommt zur ersten Zwischenzeit. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Andreas Schlüter, dem ich, das sage ich ganz ehrlich, eine ganze Menge zutraue. Wenn er einen guten Ski hat, dann kann er, das ist sicher, nicht vermessen unter die besten 10 laufen. Ja, ich sage mal, sein Vorteil ist sicher heute auch, dass von der roten Gruppe nur 18 Leute am Start sind. Das macht es ein bisschen einfacher, weiter vorzulaufen. Aber es ist schwer, sich in dieses Feld reinzulaufen. Es sind allesamt Topläufer. Fulvio Valbusa.
Ja, und Mika Müllerli geht hier heute auch ja, relativ schnell an. Er hat ja sein Rennen im Startziel rasch gewonnen. Von Beginn an die besten Zwischenzeiten, aber so läuft er eigentlich immer. Erinnert dich auch an Trondheim. Das ist sein Stil. Alles oder nichts. Christen Skjeldal geht weg und dann nur noch Fauner, Isomezzi und Bergström. Und dann werden wir sicherlich auf die Zwischenzeiten achten. Der 50er ist immer so ein bisschen auch Roulette. Ja, oder hier bei diesem ausgeglichenen Feld der roten Gruppe muss man wirklich sehen, was sich hier noch tut. Michael Botvinnov geht so an, wie man vielleicht dieses Rennen angehen muss. Du schaust immer ganz aufmerksam auf die Ski. Wie geht der Ski bergauf? Wie geht er bergab? Wer hat beim Wachsroulette den besten Griff? Ja, hier scheint es jetzt im Moment so, dass es nicht ganz so schwierig ist zu wachsen wie gestern bei den Mädchen. Vielleicht ist die Sonneneinstrahlung auch nicht so intensiv. Es gibt leichte Schleierwolken über dem Dachstein. Und so gesehen ist es auch nicht so heiß und der Schnee wird nicht so in Mitleidenschaft gezogen. Waltraud Galtsch, die Frau Landeshauptmann. Und Anders Bergström, der letzte der roten Gruppe. Kein Jagdstart, der wird. Wie viel war er? 23. über 10 Kilometer, auch nicht so sensationell. Kleine Unterbrechung nach Prokhorov. Beginnt wie immer relativ verhalten. Startnummer 46 ist am Ablauf. Robin McKeever, wieder einer Kanadier, aber sie sind heuer fast schwächer wie die Amerikaner und das heißt, sie sind wirklich nicht unter den ersten 50 dabei. Sie waren ja schon mal nach der Weltmeisterschaft Thunder Bay 95, waren sie ja schon mal wesentlich weiter vorne platziert wie zurzeit. Harry Kirvesniemi, typisch für ihn, seine Kopfhaltung immer ein bisschen rechts geneigt und dann wirklich das geben, was drin ist. Mit der 47 Jordi Ribo aus Spanien, der zweitstärkste Spanier, der im Juniorenbereich, wir haben Ihnen das schon ein paar Mal erzählt, eigentlich recht gut war, aber dann hat er den Sprung zu den Senioren eigentlich auch nicht geschafft. Es wäre im Prinzip auch überraschend, weil die Spanier sind natürlich keine nordische Nation. Gut, das waren die Österreicher vor Jahren auch noch nicht. 1,5 Kilometer, das sind im Moment die Zwischenzeiten. Man kennt seine Pappenheimer, man weiß, wie Müllerli beginnt, man weiß, wie Prokhorov beginnt, man weiß eigentlich auch, wie Jeffne startet. Und die müssen sich nach sich selbst richten. Die haben eine eigene Uhr, einen eigenen Fahrplan. Die Zwischenzeiten, die diese Herren anbieten, die sind für diese Gruppe, die jetzt startet, utopisch. Andreas Schlüter, na bitte, das ist eine vernünftige Angangszeit, denke ich mal. Ja, man muss jetzt sagen, bei seiner Startnummer ist ja die komplette rote Gruppe schon durch und von daher ist der 15. Platz beim Einstieg okay. Achim Walcher, er war also in der Staffel in der Eurosport-Kabine, der Freund von Maria Teul und der sagt, okay, Gantler und Stadlober hören auf, dann werden zwei Startplätze frei in der Staffel und dann schauen wir weiter. Und er hat ja auch ein gutes Leistungsvermögen. Klar, war auch ein bisschen sauer, dass er jetzt erst zum Einsatz kommt, aber die Österreicher sind halt im Moment so gut. Ja, und der Achim hat so ein Trainingspotenzial, dass es über kurz oder lang musste es Früchte tragen. Silvio Fauner beginnt wohl relativ schnell, wie es aussieht. Ja, es ist hier noch ein Stück bis zur Zwischenzeit. Aber er hat auch weit weg von seiner Form. Seit seinem Schlüsselbeinbruch letztes Jahr tut er sich schwer, wieder Anschluss zu finden an die ganz vorderste Weltspitze. Ja, das ist eigentlich 15 Sekunden. Das ist schon sehr viel. Muss man sagen, wie es ist. Das ist sehr viel. Also bei 1,5 Kilometer 15 Sekunden kassieren, das heißt auch, hier hat er Probleme am Ski. So, und das ist Jari Izumezzi. Allerdings rutschen sie fast alle weg bei diesem Anstieg. Das heißt, wir haben ähnliche Bedingungen wie beim 30er der Frauen. Das ist jetzt schon absehbar. Ja, es scheint auch so, dass es hier nicht mehr pulverig ist im
im Wald, sondern sogar fast etwas eisig. Und dadurch dieser Klister-Ski heute wird wahrscheinlich nur Klister gewachsen, gar nicht mehr greift. Schwierig, schwierig. Schatten, Sonne, es verträgt sich nun mal nicht. Anders Bergström. Vielleicht wird er der beste Schwede, war es ja auch über 30 Kilometer. Mit seinem sechsten Platz, über 30 Kilometer Freistil, wie gesagt, hat er wieder Platzierungen gebracht, die er die letzten zwei Jahre fast nicht mehr gebracht hat. Aber ich schätze ihn Freistil laufend stärker ein wie klassisch. Da lag er hinter Alois Stadlober. Der schwedische König wird sich natürlich wünschen, hier mal einen schwedischen Sieg zu sehen, aber ich glaube, auf den können wir heute nicht hoffen. Jetzt geht der Lokalmatador auf die Reise. Achim Walcher, hochgewachsener Bursche, also mit einer sagen wir, großen Amplitude laufend. Er sagt gestern oder vorgestern auch in der Kabine, es ist auch immer so eine Gratwanderung, was ich im Krafttraining mache. Mache ich viel für den Oberkörper, habe ich wieder mehr Gewicht. Das ist, ich darf allerdings nicht so viel draufpacken, das muss ich ja mit über die Läupe schleppen, also ist nicht so einfach. Ja, ist ähnlich wie der Andreas Schlüter, harter Arbeiter im Training und vielleicht würde ihm mal ein Jahr ganz gut tun, indem er ein bisschen weniger trainiert und diese Früchte dann wirklich auch erntet. Siehst du an dir, machst jetzt immer weniger, wirst immer schneller. Ja, irgendwann ist natürlich diese Amplitude auch ausgereizt, da sollte man dann wieder mal ein bisschen mehr trainieren. Das sollten wir nicht als Beispiel für die jungen Läufer im Raum stehen lassen. Nein, man muss sicher viel trainieren, das hat auch hier Axel Teichmann erfahren müssen, dass man einfach gewisse Umfänge machen muss, um dabei zu sein. Axel Teichmann, der hier nicht dabei ist, das wäre auch töricht. Ja, ich meine, einen Junior hier über 50 Kilometer einzusetzen, hat glaube ich keinen Sinn. Ja, Lukas Bauer, der junge Tscheche, hier vor, platziert sich vor Forsberg, aber doch schon 23 Sekunden hinter. Also wer so im Rahmen von 6, 7, 8 Sekunden hinter dem schnellsten ist bei 1,5 Kilometer, der ist im Limit. Mika Müllerli, nicht unerwartet. Mika Müllerli, für ihn werden die Messen erst später gesungen. Da muss man dann sehen, wie es bei Kilometer 20, 25 oder 30 aussieht. Bis dahin dürfte es recht gut gehen. Man weiß das ja vorher nie, was der Körper noch hergibt, was möglich ist nach dieser immensen Belastung. Es ist eine Woche Schwerstarbeit und immer wieder diese Frage neben der physischen Verfassung, wie ist die psychische? Noch einmal sei es gesagt, liebe Zuschauer, weil wir Ihnen das ganz einfach nahe bringen müssen, weil es so wichtig ist. Die 50 Kilometer werden, so sagen Experten, zu 30% mindestens im Kopf entschieden. Man muss in der Lage sein, dann Reserven abzurufen, die vielleicht schon gar nicht mehr da sind. Man glaubt nicht mehr daran. Aber derjenige, der nicht daran glaubt, der ist eben psychisch schwächer. Und derjenige, der von sich fest überzeugt ist, der sagt, ich schaffe das, ich kann mich selbst überwinden, der ist am Ende über 50 Kilometer von den vielleicht gleich guten der Größte. Ja, und ganz deutlich sieht man hier auch, ein Mika Müllerli hat Probleme, der Ski, ja, fitscht aus, rutscht nach hinten weg. Das deutet einfach darauf an, dass hier wieder keine perfekten Wachse, aber auch für alle Läufer möglich sind. Es wurde sogar diskutiert. Zumindest einige haben die Frage aufgeworfen, ob sie ernsthaft ist oder nicht, weiß ich nicht. Gar nicht zu wachsen. Es gibt ja wirklich hochmoderne Ski, die deren Belag so gut ist, dass es, na, wie kann man sagen, ein Allwetterbelag ist. Ja, es ist bei diesen Wetterbedingungen sicher, kommt diese Diskussion gar nicht groß auf, dass man sagt, man nimmt hier diesen No-Wax-Ski, weil es einfach im Wald ist es wahrscheinlich noch zu eisig, so dass er gar nicht greift. Und hier draußen im Freien, wo es recht warm ist, wenn es nass ist, ist er zu langsam. Verpalu bei 7,5 Kilometern, der schnellste vor Willisov, Bauer, Forsberg. Und sehen Sie, da hat Rhein dann schon 28,7 Sekunden bekommen. Das wird alles noch viel, viel mehr werden. Es ist normal. Wir wissen um das Leistungsvermögen auch der deutschen Läufer. Und Rhein, er ist nun mal so ein Typ, er kann nicht langsam beginnen. Er bringt zu viel in die erste Phase des Rennens und dann soll der liebe Gott helfen. Ja, ich sage mal, der Jochen Behle hat ihn sicher eingestellt, dass er hier versucht, langsam anzulaufen. Und man muss sehen, vielleicht gelingt ihm heute ja ein kleines Wunder für Deutschland. Er ist frisch, hat bis jetzt noch keinen Wettkampf gemacht. Wobei ich immer nicht der Meinung bin, dass es immer der große Vorteil ist, gar keinen Wettkampf zu machen.
zu Schlundikow geht weg. Da werden die ersten bei 10 Kilometer sein, da gehen die letzten erst auf die Reise. Und Achim Weicher, der ist natürlich heiß. Der will seiner Maria eben auch demonstrieren, Moment, ich bin auch noch da, aber alle rutschen weg. Alle rutschen weg. Es bleibt dabei, Schlicki, es wird heute keinen optimalen Ski geben. Das geht gar nicht. Ja, und er ist eigentlich noch ganz gut dabei. Also ich sage mal, mit 8,3 Sekunden, das ist also wirklich im Rahmen des Möglichen und da kann man auch noch wesentlich was bewegen. Also man ist dabei in der Spitze. Er war Elfter in Nagano. Gut, im Moment spricht halt alles über die vier, über Stadlober, über Botvinnov, über Gandler und Hoffmann. Aber er ist in seinem Leistungsvermögen nicht weit dahinter. Ja, es ist immer die Gefahr, wenn man einen drauf liegt, zu viel trainiert, dass der Schuss dann nach hinten weggeht. Und ich glaube, so muss Achim bis jetzt eigentlich erleben, hat hier auf der WM die besten Resultate seiner Saison absolviert, was natürlich für die Planung spricht, aber halt vielleicht 2-3 Wochen zu spät. Ja. Tony Mogren, auch einer der größten auf dieser Distanz, der hat ja sein letztes Rennen in Trondheim 1997 gemacht, oder war er noch dabei in Nagano? In Nagano war er noch dabei. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Können wir mal schauen. Alexander Marent. Naja, es geht ganz einfach darum, dass man auf dem ersten Teil der Distanz nicht zu sehr einbricht, dass der Motor auf Betriebstemperatur gelaufen wird, dass man den sogenannten Rhythmus findet, der ganz, ganz wichtig ist. Ja, er liebte die klassische Technik, trotz seiner Körpergröße von 1,69. Er liebt die klassische Technik, der Alexander Marent, aber er liebt ganz bestimmt nicht, dass er schon eine Minute auf Rolli bekommen hat. Und das ist natürlich viel zu viel. Das summiert sich, wenn dann erst die Läufe der roten Gruppe hier durchgehen. Ja, die Zwischenzeit bei 7,5 Kilometer schaut im Moment ja so aus, dass André Werpalu, der Erste, die ganze Sache anführt. Hinter ihm Wladimir Willisow, der Neunte über 10 Kilometer klassisch oder über das Jagdrennen. Werpalu und Jacques May, die beiden Esten, die wir vorhin genannt hatten. Und da ist im Moment Werpalu, ich weiß nicht, ob das eine interne taktische Absprache ist, Werpalu geht deutlich schneller an als Jacques May. Der hat etwa 50 Sekunden auf seinen Landsmann verloren. Es gibt natürlich auch innerhalb von Teams Spielereien. Die Esten sind in dem Sinne kein Team, sondern eine Zwei-Mann-Abteilung. Und Fabio May kommt. Fabio May, dem ich wiederum einiges zutraue, wenn der Ski vernünftig laufen sollte. Fabio May hat ja letztes Jahr hervorragende Saison gehabt, aber heuer überhaupt noch nicht. Es lief ihm gar nicht. Er ist zwar hier jetzt bloß 13 Sekunden dahinter, er probiert. Er ist sicher einer, der versucht, jetzt heute will ich zeigen, was geht und zur Not dann nur noch durchläuft. Aber leer gehen die Italiener nie aus. Leer gehen sie nie aus, weil sie vor allen Dingen im Staffelwettbewerb sich immer wieder so motivieren können. Oder vor allem solche Konstellationen, wie wir jetzt gerade hier sehen. Mika Müllele führt und dahinter Vulvio Valbusa, der sich jetzt das zunutze machen kann, hinterher zu laufen. Was, das erinnert uns an den 30er. Da gab es auch eine Gruppe, da hat Valbusa auch von Müllele profitiert. Und genau im richtigen Moment angegriffen, beziehungsweise, weil man muss sagen, über 50 Kilometer, eine halbe Minute hinterm Sieger, würde bedeuten, dass man auf Platz 2 oder 3 ist. Also, das heißt für ihn, jetzt koste, was es wolle, dranbleiben. Denn wenn ihm das nicht gelingt, weiß er, dass die berühmten Messen gesungen sind. Dann wird er weggehen. Ja, es sind natürlich, man muss auch sagen, es sind noch 42,5 Kilometer und wenn man innerhalb von 5 Kilometern aufgelaufen wird, von einem halben Minute dahinter starten, ist das natürlich ein Geschwindigkeitssprung, der enorm ist. Richtig, nur bei Valbusa wissen wir natürlich, dass das so ungewöhnlich nicht ist. Der hat im Zwischenteil seiner Strecken, seiner Distanzen immer seine stärkste Phase. Wie das zu erklären ist, ich weiß es nicht. Ja, der Vulvio Buser kann sich sicher sehr stark motivieren. Was jetzt ganz interessant ist, ist jetzt hier mit der Zwischenzeit von Michael Botvinnov, wissen wir dann jetzt auch, was ein Mika Müllerle oder die Zeit von einem Mika Müllerle wert ist.
Ich meine aber, Michael Botvinnov, der liegt hier im Bereich dessen, was er eigentlich will. Dieser lange, raumgreifende Schritt, 19,3 Sekunden, das ist in Ordnung. Ja, man muss sehen. Also ich glaube, dass der Michael Botvinnov sicher sehr schnell angeht und wieder Probleme bekommen wird, diese Geschwindigkeit durchzulaufen. Und bei Mika Mülli, der sich ja erst sehr spät entschieden hat, dafür überhaupt die 50 Kilometer zu laufen. Ich glaube, dass der wirklich locker an dieses Rennen rangeht, also auch von der psychischen Einstellung her. Er hat zwei WM-Goldmedaillen. Alles, was jetzt kommt, ist Zugewinn. Glauben ist gut. Wir spekulieren. Wir wissen nie, wie es innen aussieht. Und es wäre für mich fast unglaublich, wenn Mika Mülli das noch einmal wiederholen kann, was er hier schon zweimal gezeigt hat. Denn so läuft er alle seine Rennen. Der kleine feine Unterschied, es ist sein fünfter Start und die Distanz beträgt 50 Kilometer. Und das ist was anderes. Alexei Prokhorov. Wir wissen, dass er schwer auf Touren kommt. Aber wehe, wehe, wenn sein Motor Betriebstemperatur hat. Nicht ungewöhnlich, dass er hier in den Zwischenzeiten noch zurückliegt. Ich kann mich entsinnen, das war auch in Trondheim so, als er über 50 Kilometer Vierter wurde und die 30 Kilometer hatte er gewonnen. Hatte er nie am Anfang die besten Zeiten. Aber hier hat sich natürlich der Motor von Alois Stadlober auch schon warm gelaufen. Er läuft ja ganz weit vorne wieder mit. Und beim Alois wissen wir, wenn sein Motor in Schwung kommt, dann geht gewaltig was nach vorne los. 7,5 Kilometer und das ist schon aufschlussreicher. Mülli, Botvinnov, Verpalu, Stadlober, Willisov, Valbuza sind die besten fünf. Norweger noch nicht durch. Doch Jefne müsste durch sein. Jefne ist durch. Wo ist denn Jefne? Ja, ich traue, wie gesagt, mir hat der Jefne ja schon sehr müden Eindruck bei dem Staffelrennen gemacht und ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass sie heute hier eingreifen können in den Kampf um die Medaillen. Also wenn dann einer von den Norwegern, am ehesten noch meiner Meinung nach einer von den Jungen, aber selbst sie sind hier jetzt bei Kilometer 7,5 schon relativ weit weg von der Bestzeit. Rein ist im Moment 13. Schlüter ist noch nicht durch. Nein, Schlüter ist hier noch nicht durch. Schlüter mit der Nummer 39 müsste jetzt, ja, eineinhalb Minuten, zwei Minuten hat er noch Zeit, um hier jetzt durchzukommen. Ja, hier haben wir den Norweger mit der 38, den Oddbjørn Helmeset. Der war Dritter über 10 Kilometer, dann ja. Auch seine Medaille. Aha. So, ja, nicht so hastig, Schlicki, nicht so hastig. Deshalb, weil wir jetzt den angekündigten Besuch bekommen. Lieber Peter Schlickenrieder, du wirst nicht böse sein. Du wirst nicht böse sein, wenn ich jetzt sage, setz die Kopfhörer mal ab, weil der Besuch, den dürfen wir einfach nicht warten lassen. Der ist so prominent und da freuen wir uns zu, dass er da ist. Ja, ich übergebe jetzt an unseren Freund Wladimir Smirnov und wünsche natürlich hier jetzt diese fachlichen Kommentare von einem, na, von der Größe des Skilanglaufs schlechthin. Also, tschüss. So, Peter, das heißt aber nicht, dass du nach Hause gehen kannst, sondern der Smirre hat vielleicht 20, 25 Minuten Zeit und dann kommst du wieder, gell? Okay, so, jetzt, Wladimir, drücke ich dich wieder rein. Grüß Gott. Dankeschön, danke. Ich bin ganz froh, dass du da bist, denn du bist über 50 Kilometer schlichtweg das Nonplusultra in der klassischen Technik. Und wir durften, darf ich du sagen? Sicher, sicher. Und wir durften dich so oft bewundern und haben immer gebangt. Du hast ja so vielleicht 7 oder 8 Mal in deiner Karriere gesagt, so, jetzt ist Feierabend. Und da war er wieder da, der Wladimir. Und wir haben uns alle gefreut, dass er wieder da war. Und dein größtes Rennen über die klassische Distanz war unbesehen sicherlich 94, gell? Ja, 94, das war ein Traum für mich, weil dort, ich habe auch 50 Kilometer gelaufen und vor den 50 Kilometern habe ich nie gedacht, ich kann wieder oder Goldmedaillen auf diese lange Distanz zu nehmen und gewinnen. Aber nach dem Olympischen Spielen 94, das war mein Traum wie eine Wirklichkeit und ich habe erreicht diese Medaillen. Wladimir, wie viel 50er in der klassischen Technik bist du in deiner Laufbahn gelaufen? Weißt du das? Ja, genau. Ich habe nicht gerechnet, wie viele Distanz ich habe, 50 Kilometer gelaufen, aber seit 87 fast jeden Jahr, zwischen 2 bis 3 Rennen, jeden Jahr ich habe 50 Kilometer gelaufen.
Das ist Michael Botvinov. Bei diesen, schau diese Szene, bei diesen Bedingungen ist das Wachsen sicher ein Riesenproblem. Ja, wirklich, seit gestern bei Damenrennen 30 Kilometer und heute Herren Kilometer 50 Kilometer, es wird wirklich ein große Problem mit Skiwachs, Steigwachs haben, weil zu große Differenz zwischen höchsten Punkten und hier bei Stadion. So viele Unterschied zwischen Feuchtigkeit und Trocken dort oben. Darum ist es sehr große Problem mit Steigwachs. Hast du in deiner Laufbahn mal beim Wachsen so richtig daneben gelegen, wo gar nichts ging? Nein, ich glaube nicht, weil normalerweise jeden mehr oder weniger jede Nation hat normale Wachs gehabt, weil jetzt diese Bedingung, jeder hat Klisterwachs, ohne Klister es geht nicht. Aber Frage ist, wie viel muss diese Klister machen auf die Ski? Das ist Frage. Und darum, ich glaube, wer hat gefunden diese genau größte oder diese Feinheit. Feinheit, genau, von der Wachs. Wladimir, wir haben jetzt 7,5 Kilometer.